Ja, ihr Lieben, es gibt Neuigkeiten zu Jurassic World Chaos Theory. Und jetzt mögt ihr euch vielleicht fragen, hä? Jurassic World Chaos Theory ist ja schon abgelaufen. Was gibt's denn jetzt hier für Neuigkeiten? Hat das irgendetwas mit Staffel 2 zu tun? Nein, tatsächlich nicht. Wir reden jetzt hier in diesem Video über ein offizielles Statement zur Storyline von Jurassic World Chaos Theory. Also über den Moment, wo die gesamte Serie im Jurassic-Franchise angesiedelt ist. Und kleiner Spoiler schon mal vorweg, es wird gleich sehr chaotisch. Wir fangen jetzt an und reden einfach mal darüber. In diesem Sinne, ihr Lieben, viel Spaß mit dem Video. Ja, ich dachte eigentlich, wir haben das Thema abgehakt. Wir haben uns bereits in einem Video ausführlich mit der Timeline zu Jurassic World Chaos Theory beschäftigt. Und da sind wir zu folgendem Schluss gekommen. Die Serie muss logischerweise nach Jurassic World Dominion spielen. Ich weiß, ein paar von euch haben mir auch geschrieben, nee, es wurde ja gesagt, dass das irgendwie dazwischen spielt. Und ich habe in der Hinsicht keine offiziellen Angaben gefunden. Dieser ganze Glaube, dass die Serie vor Jurassic World Dominion spielt, der entstammt ja noch aus dem allerersten Teaser, denn da haben wir eine Szene gesehen, in welcher Rexy, und das war Rexy gewesen, von einem Helikopter gejagt wird. Und diese Szene wurde offiziell bestätigt als Folgeszene auf den 5-Minuten-Prolog in Jurassic World Dominion. Ergo dachten wir natürlich alle, okay, macht total Sinn, das heißt, die Serie muss dazwischen spielen, also zwischen Jurassic World 2 und Jurassic World Dominion. Im Endeffekt war es dann doch ein bisschen anders, denn dieser Clip mit Rexy, die vor einem Helikopter wegrennt, war nicht mehr als nur ein Intro gewesen. Und in der Serie selbst haben wir dann das ein oder andere Indiz bekommen, das irgendwie als eine Vorgeschichte zu Dominion wenig Sinn ergeben würde. Unter anderem vermissen wir in Jurassic World Chaos Theory den Atrociraptor Red. Und ja, Red ist der einzige der Atrociraptoren, der in Jurassic World Dominion gefangen genommen wurde. Das heißt, wenn die anderen überlebt haben, hätten die irgendwie erneut eingesammelt werden und, naja, von der Pfeifenraptoren-Lady nun in Gewahrsam genommen werden können. Bei Red wäre das Ganze ein bisschen schwieriger gewesen. Das heißt, auch hier hätten wir uns genauso erklären können, warum Red noch fehlt. Die Serie muss nach Jurassic World Dominion spielen. Ich will jetzt hier gar nicht mal auf Red eingehen, das kann natürlich auch ein sehr seltsamer Zufall sein, dass genau dieser Atrociraptor fehlt. Allerdings haben wir des Weiteren auch noch offizielle Daten gegeben. Wir haben im offiziellen Jurassic-Kanon, in der offiziellen Timeline, haben wir die Ereignisse von Jurassic World Dominion als Geschehnisse, die Ende Juli, Anfang August passiert sind, eingetragen bekommen. Ebenfalls hat Colin Trevorrow bereits in mehreren Interviews gesagt, ja, der Film ist im Juli angesetzt. Da gab es jetzt auch ein paar Stimmen, die gemeint haben, ja, er hat damit gemeint, dass der Film im Juli erscheinen sollte, was aber auch nicht stimmt, weil Dominion kam, meine ich, im Juni raus. Ebenfalls sehen wir in Jurassic World Dominion im Film dann auch selber noch ein Motorradabzeichen von Owen, das August zeigt. Und ja, ich weiß, das muss nicht bedeuten, dass wir uns auch gerade hier im August befinden. Allerdings deuten alle Zeichen darauf hin, dass Jurassic World Dominion eben einfach Ende Juli, Anfang August spielt, unter anderem eben auch die eben gerade genannten offiziellen Timelines. Ebenfalls haben wir auf der offiziellen Jurassic World Dominion Fanpage damals, als die gesamte Marketingkampagne noch am Laufen war, diese Eintrittskarte hier bekommen, in der wir sehen können, dass am Samstag, also am Saturday, den 30. Juli, also den 7. Monat, dass dort ein Kampf zwischen einem Allosaurus und einem Carnotaurus hätte passieren sollen. Colin Trevorrow hat ebenfalls bestätigt, dass das auch der Grund ist, warum der Allosaurus und der Carnotaurus beide nach Malta gebracht wurden. Dieser Kampf hätte, laut Colin Trevorrow, einen Tag nach den Ereignissen in Jurassic World Dominion auf Malta passieren sollen. Warum reden wir jetzt also darüber? Wir haben ja in Jurassic World Chaos Theory gesehen, dass Darius Brooklyn eine Nachricht geschickt hat, irgendwann Anfang August. Das heißt, ungefähr zeitgleich mit dem Ende von Jurassic World Dominion. Demnach muss Jurassic World Chaos Theory nach Jurassic World Dominion spielen. Warum wir jetzt aber hier nochmal darüber quatschen, ist ganz einfach der Fakt, nö, das ist offiziell falsch. Jurassic World Chaos Theory spielt vor Jurassic World Dominion. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wie es euch gerade geht. Geht euch gerade auch so ein ganz dezentes, hä?
durch den Kopf, weil genauso ist es mir tatsächlich gegangen, als ich mir die ganze Nummer angeschaut hatte. Jemand von euch hat mir nämlich einen Link zukommen lassen von einem YouTuber namens Swerved, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich werde seinen Kanal auf jeden Fall mal da oben in der Ecke verlinken. Schaut auf jeden Fall mal rein. Dieser YouTuber hat nämlich ein Interview mit einem der Produzenten der Serie geführt. Und naja, Swerved selber kam in einem Video auch auf die Idee, dass Jurassic World Chaos Theory nach Jurassic World Dominion spielen muss, ebenfalls anhand der Daten, die uns hier gegeben waren. Er ist zwar auch noch auf das Motorradschild von Owen eingegangen, aber da muss ich sagen, das hat ja nicht zu heißen, dass das immer noch im August spielt hier die ganze Nummer. Und da sich Swerved aber scheinbar selber nicht so ganz sicher war, ob seine Theorie dazu stimmt, hat er die Frage einfach mal ganz klar an den Produzenten weitergegeben. Und der hat daraufhin geantwortet, nein, die Serie spielt offiziell vor Jurassic World Dominion, da Universal ihm nicht erlauben wollte, eine Geschichte weiter zu erzählen. Das heißt, er sollte nicht die Macht bekommen, Auswirkungen auf die Zukunft des Jurassic Franchise zu haben. Hört sich erstmal ein bisschen fies an, ist aber an sich macht das schon Sinn, wenn Universal selber möglicherweise noch nicht so allzu viele Ideen hätte oder zu dem Zeitpunkt gehabt hat, wie das Ganze weitergehen sollte. Dann sagt man natürlich auch, warte du erstmal ab und produziere du erstmal eine Geschichte, die zwischen zwei anderen Filmen spielt, damit du jetzt hier nicht großartig dann den zukünftigen Kanon damit beeinflusst. Das einzige Problem an der ganzen Sache ist, er ist bei der Frage nach einer zeitlichen Einordnung zu Jurassic World Chaos Theory, ist der Produzent nicht auf die offiziellen Daten eingegangen. Das heißt, weder auf die Daten, an welchen laut Colin Trevorrow selber Jurassic World Dominion spielt, noch ist der Mann auf die Daten eingegangen, die er selbst in seiner eigenen Produktion Jurassic World Chaos Theory hinterlassen hat. Does Chaos Theory take place before Dominion or after Dominion? Oh, it's before. Yes, the series does take place before Dominion. Well, it had to, because we didn't really know everything that was going to happen in Dominion. They don't, you know, the people at Universal Pictures don't want us, they wouldn't want us going past Dominion without right. really knowing, you know, what's coming. Der Regisseur bezieht sich also hierbei wirklich auf nachvollziehbare Aspekte an der ganzen Geschichte, nämlich darauf, dass er selber ja noch gar nicht wusste, wie Jurassic World Dominion wirklich endete, als sie bereits am Drehbuch bzw. an einem groben Skript, an einer Storyhandlung zu Jurassic World Chaos Theory arbeiteten. Allerdings wäre es immer noch möglich, dass die Storyline später noch einmal überarbeitet wurde. Swerved selber hat jetzt vor kurzem ein Video veröffentlicht, wo er davon ausgeht, dass nun die ganze Storyline mehr oder weniger geretconnt werden muss. Das heißt, wir müssen jetzt das gesamte Datum von Jurassic World Dominion nach hinten verschieben. Nein, Quatsch, nach vorne verschieben. Also das muss auf jeden Fall jetzt irgendwann später erst stattgefunden haben, was jetzt aber einen gewaltigen Rattenschwanz mit sich bringen könnte, weil das natürlich dann bedeutet, dass wir zumindest alle Jurassic World Ereignisse im Datum noch einmal anpassen müssen. Ich habe hierbei allerdings die Vermutung, dass der Produzent selber nicht wirklich weiß, was er dabei gemacht hat. Und ich weiß, das ist eine wirklich fiese Unterstellung. Aber das kann passieren. Ich meine, der Produzent hat natürlich jetzt nicht das komplette Hintergrundkonzept im Kopf. Ich meine, warum ist er nicht auf die offiziellen, in seinem eigenen Projekt hinterlegten Daten angegangen? Und wenn ihr euch das Video da oben mal anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass dieser Mann ein relativ solides Interview geführt hat. Er hat sämtliche Fragen sehr schnell, sehr offen und auch sehr bewusst beantwortet. Bis wir allerdings dann zur Frage gekommen sind, wann spielt denn jetzt Jurassic World Chaos Theory eigentlich? Und daraufhin ist seine Antwort ein bisschen so gewesen wie, the adventure of Chaos Theory, I thought about, Universal. Well, it had to, because we didn't really know everything that was going to happen in Dominion. They don't, you know, the people at Universal Pictures don't want us, they wouldn't want us going past Dominion without really knowing, you know, what's coming. Es war so ein bisschen, als hätte gerade Dr. Ian Malcolm das Interview gecrashed. Ich habe das Gefühl, dass er sich gerade nicht wirklich selber sicher war, da er möglicherweise das Drehbuch ja gar nicht selber geschrieben hat und eben nur den Anweisungen eines Drehbuchs gefolgt ist. Und jetzt stehen wir so ein bisschen blöd da, bin ich der Meinung. Ich finde, es gibt einfach keinen Beleg dafür, dass die Serie in irgendeiner Form vor Jurassic World Dominion spielt. Wie gesagt, wir haben Zeitangaben. Wir haben
die Zeitangabe Jurassic World Dominion Anfang August. Wir haben die Zeitangabe, dass der Vorfall mit Brooklyn ungefähr am 1. August passiert ist. Wir haben in Darius Hütte einen Kalender mit September hängen. Ich schätze mal, dass uns hier Staffel 2 eine offizielle Auflösung geben wird und ich hoffe wirklich sehr, ähnlich wie auch Swerved selber, dass die ganze Nummer jetzt wirklich einfach nochmal als okay, das spielt doch danach, ich wusste es halt nur nicht, gekennzeichnet wird. Und dass man jetzt nicht wirklich anfängt, sämtliche Timelines noch einmal zu verschieben, damit das jetzt irgendwie mit da reinpasst. Was also jetzt offiziell ist, keine Ahnung, Jurassic World Chaos Theory ist übrigens auch noch nicht in den offiziellen Listen der Jurassic Timeline eingefügt worden, was ebenfalls ein Zeichen dafür sein kann, dass man sich denkt, hoppla, irgendwie haben wir das selber gerade ein bisschen verkackt. Spätestens dann wissen wir aber auf jeden Fall Bescheid, wann die Serie jetzt wirklich spielt. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare unten reinschreiben, gibt es für euch irgendwelche Belege, dass Jurassic World Chaos Theory wirklich zwischen Jurassic World 2 und Dominion spielt? Wenn ja, welche sind es? Könnt ihr mir das mit den Daten erklären, die wir eben gegeben haben, oder meint ihr auch, okay, das Ganze wird einfach geretconnt, so wie die Lagune des Mosasaurus, der im ersten Jurassic World Film noch in der Mitte der Insel war und in Jurassic World Fallen Kingdom war dann einfach die Lagune an der Seite der Insel, damit der Mosasaurus irgendwie ins Wasser kommen konnte. Ich meine, ich habe noch nie einen Film produziert, wirklich nicht. Ich verzeihe auch wirklich Filmfehler. Es gibt nur manchmal so Momente, wo ich mir wirklich denke, wie kann sowas passieren? Also sollte die Serie wirklich angedacht gewesen sein als Zwischenpart von Jurassic World 2 und Dominion, wie kann es dann passieren, dass man nicht einfach mal das Datum nachrecherchiert, an welchem denn der eine Film gespielt hat, damit man irgendwie dazwischen reinschlupfen kann? Die Zukunft wird zeigen, wir werden sehen, ihr Lieben. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.